Diesmal probiere ich mal nicht zum Sterben. Was ist das? Dietzblöckle da. Hier kann man wieder nicht. Dann jetzt noch ein kurzes Intro. Who you gonna call? Ghostbusters! Gamer. Ah, na, jetzt habe ich glaube ich einen Shit gemacht. Jetzt können wir, siehst du das, der Pokéball ist versperrt. Jetzt können wir, glaube ich, der Geist jetzt erst vor, ja, jetzt können wir den Geist erst fangen, wenn wir das erledigt haben. Ja, passt ja. Ja, ja. Dann müssen wir aber noch den, wenn wir den Geist richtig bestimmt haben, müssen wir schon, mit was man das Ektoplasma findet. Ja. Mal UV-Lampe fahre ich schon mit der Drohne umeinander, also. Dann mal die Lampe anlegen. Also, ja. Okay, ja, genau. Was. Das Gespenst auf Video aufnehmen. Ah, Wir haben noch Zusatz. Mission, alle Aufgaben. Türen aufmachen, ja. Alle Kerzen im Haus anzünden und die Temperatur des Gespenstes messen. Also ja. Irgendwann ich bin mit der Temperatur schon unterwegs. Ja, kann irgendwann von euch noch das Feuerzeug mitnehmen, weil den Kofi nochmal ein Feuerzeug, weil dann können wir die Kerze besser anzünden. Ah, da geht's in den Keller, aber da gar nicht. Aber wo ist der Feuerzeug zu den Kerzen anzünden? Ja genau, da liegt eins. Ich nehme auch eins mit, ich habe mir gekauft. Dann bringen wir das ein bisschen schneller her. Mal die aber Türen sind ultimativ eng. Wer von euch hat die Kamera denn, dass wir der Gespenst auf Kamera aufgenommen haben? Ich hab nur den Partikel. Ich hab die Fotokamera dabei, aber ich hab kein Foto gemacht oder so. Okay. Also Kerzen sind fast in jedem Raum drin, gell? Vielleicht von Vivi Drohne? Ah, Blutflecken. Bei Fußspuren haben wir Blutflecken, gell? Okay. Okay. Also ihr müsst ins Führzeug mit Linksklick, ist schon alle. Ja, ich hab's sogar gesehen. Und mit E. Es ist fast in jedem Raum eine Kerze drin, ja. Boah! Okay, er verschleppt mich gerade. Ja gut, das wenn er die gerade verschleppt, dann. Ah. Okay, bei mir ist das heiß. Ich bin in irgendeinem Bad drin, ich hab geschwitzt, also. Kannst du da mal messen, Markus? Ja, ich bin gerade hin. Aber ich hab da 10 Grad. Warte. Weil ich hab jetzt geschwitzt, das ist normalerweise, dass es die plus 50 Grad oder so hat. Na, dann hat es nur 10 Grad. Ja, dann schon weiter. Okay. Wo sind denn die ganzen Kerzen? Ey, überall auf jeder Kommode. Im nächsten Zimmer links ist schon eine. Da bei mir. Auf da ist keine. Ah, ich komm. Voll. Wo? Hä, da drinnen. Da im Eck steht eine. Ah ja, ups. Vergessen die Türe auch die ganze Zeit aufmachen. Ich habe eigentlich alles aufgemacht. Ja, ah, die zweite Tür kannst du nicht auftun. Ja, habe ich auch schon geschaut. Jetzt, ah, da geht's noch mit. Das habe ich nicht mal gesehen, das ist da noch mit. Ja, die Kerze stand da ab und zu am komischen Spot da schon noch, ne? Ja. Ah, da hast du schon, okay. Ah, die Tür kann man nicht auftun. Also da ist ein Fenster, nicht vermeint. Da ist ja voll das hohe Zimmer da. Ja, ja. Da kannst du in den oberen Stock aufschauen. Ich gang in den Keller habe. Okay. Wo ist der Keller? Ja, gleich mal Eingang. Bleib mal Eingang. Ah, da ja. Weil da sind sie auch noch Kerze. Eine Kerze und Türe wahrscheinlich auch. Kann es sein, dass die eine Drohne vielleicht der Geist gefilmt hat? Nein, die hat keine Kamera, die hat nur Lampe und UV. Okay. Ja, vielleicht war es schon meine. Vielleicht war es schon meine Fotokameranummer, muss das kein Foto machen. Ja. Könnte man doch draußen im Ding sein, nicht? Vielleicht hast du ja zufällig ein Foto gemacht. Aus Versehen. Nein, ich hab nur 3 von 3. Ah, okay. Wo geht's denn dein Oberstock da? Weil wir jetzt echt noch schauen, wie wir das mit dem Ektoplasma zum Laufen bringen. Ja. Ah, da ist eine Tür, die zu ist. Sonst können wir nicht fangen. Ja, der macht die ständig wieder zu, glaube ich. Die Kerze fällen da noch, oder? Ah, da geht's ja noch weiter auf, da gibt's ein Dachboden auch noch. Ah, scheiße. Ah, oh, nein, das ist kein Dachboden, das ist ein Glockenturm. Macht. Da steht Markus ist im Raum einfach hier. Sorry. Ah, der Hober, ganz Hober am Glockenturm, Markus. Temperaturmesser bitte. Ja, wenn ich Ufer finde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der irgendwo. Der verfluchte Spiegel ist auch Hober. Dem, ich bringe ihn mal aber dem Hober vielleicht weiter. Ich lege ihn vor die Haustür.
Ah, da ist der Kerze schon, hat sie nicht. Also ganz da habe ich 13 Grad. Ah, aber er kommt offen, ha? Irgendwo muss es ganz heiß sein, weil ich schwitze immer kurz, bevor er an mir vorbei rennt. Da habe ich kurz 9 Grad. Da, gleich. Gleich neben dem Eingang war noch eine Kerze. Ich habe sonst keine Kerze mehr gesehen, muss ich zugeben. Da ist noch eine Tür. Ah, da geht's raus. Gibt's da noch ein zweites Gebäude oder wie? Oh, ich hab gehört, dass er kritzelt. Ja, er kritzelt gerade. Er hat bald wieder so eine schwarze Puppe. Wieder sehen. Gestalt, ja. Ein Mensch. Notizblock. Okay, es stimmt. Es ist, glaube ich, ziemlich sicher der Vampir. Aber es ist nur noch der Vampir übrig. Ja. Nein, der Krampus. Achso, oder? Der Krampus habe ich auch noch. Aber der Krampus kommt eigentlich erst ab einem Spielerlevel für Level 20 oder so, und das haben wir noch nicht. Ja. Was hast du noch nicht? Nein. Ich bin erst Level 12 oder so. Aber Türe und Kerze fehlen noch. Er hat das schon wieder. Ja, er ist auf mir. Erase. Er ist kurz hinter mir verschwunden. Irgendwas haben wir abgeschlossen. Ja, was soll entweder nicht. Kerze oder Tür ist schon schnell. Ich hab gerade zwei Türen aufgemacht gehabt. Wir haben Türen, alle Türen aufmachen. Die Temperatur haben wir noch nicht und alle Kerzen haben wir noch nicht. Ja. Ach, der Kerzen auch wieder aus. Naja, nicht alle. Ich suche jetzt mal. das Ouija-Brett geht ganz wild hin und her. Ah ja. Chaotisch. Okay, er ist mal alt. Die Voodoo-Puppe rührt er nicht an, meines Erachtens. Ich schau jetzt mal noch den Partikelzähler. Das irgendwo schlag. Muss ich den Thermometer nur raushauen, oder? Ja, ja. Aber Partikelzelle ist eh nur fürs Alter, also ist das eh wurscht. Der Rundfunkempfänger wäre noch wichtig. Das ist wieder das Einzige, was uns fehlt. Ja. Und der Kerze fällt uns noch. Dahinter bewegen sich die Klötzle am Boden. Ja, ja. Ja, das tun sie immer. Aber ich war jetzt schon zweimal in einem Raum, wo mein Mändle voll geschwitzt hat. Das heißt, das ist heiß, aber da müsste ich echt mal mit dem Temperaturzähler, glaube ich. Ich renne die ganze Zeit durch. Hallo? Wer bist du? Er sieht nichts. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ah ja, ich hab eine Kerze gefunden. Hab die nächste Kerze gefunden. Die war in einem Bad. Ja, kannst du nie baden bei Kerzenschein. Hallo, hin und wieder. So, da haben wir das Partikel. Hallo. Ah, da schlagt es. Oh, ich hab 50 Grad. Ah, 50, du hast seine Temperatur gemessen. Ja. Der war gerade auf dem Berg aufwärts. Ja, okay, es ist der Vampir. Garantiert jetzt. Aber jetzt ist bei mir heiß, oder? 500 bis 1000 Meter. Partikelzähler. Partikel, okay, ja, aber der ist schon sehr wurscht, der Partikelzähler bringt nichts. Oh no, ich will raus. Da ist noch das Spielzeug, das Kinderspielzeug. Vielleicht brauchen wir das noch nach. Das ist schon aus wie ein Vampir. Ja, ich weiß. Er sieht noch nichts an uns und Ding da. Voodoo-Puppe wär's, könnte man so schon nicht, die Dad vielleicht auch nicht helfen. Ja, hau die halt mal rein. Ja, theoretisch könnte man raten an dem Tablet, wir haben 3 Versuche. Okay. Ich log's da mal ein. Weil er ist jetzt nicht gerade aggressiv. Ich tue ihn jetzt mal auf beunruhigt. Ja. Okay, das war nicht. Und okay, das war's. Vor mir. Ja. Boah, ist ja hässlich. Pfui, okay. Also, ihr habt die coole Gun dabei. Ah, schon. Okay. So. Er hat Kästle in Werk gestellt. Ja, es ist. Schon jetzt mal, Ektoplasma reagiert auf heilige Fackel. Dammboden. Nein, das sind die Blutflecken. Ah. Irgendwann muss die heilige Fackel nehmen. Wer hat den Ektoplasma-Sauger? Ich hab den Sauger. Dann nimm mal das heilige Feuer mit. Du musst jetzt mit dem die Dinger. Die Ektoplasma, die zwei finden. Ja. Und uns fällt das am Usse, wenn wir die blaue Spirale rein tun. Dann wird er verärgert. Ah. Nein, nicht die Kupferspirale. Ich glaube, wir müssen einmal so eine Fackel kaufen. Ah, hast du jetzt geworfen, oder? Warum sollte er eine Fackel werfen? Was macht das für einen Sinn? Aber jetzt wird mir einiges klar, warum ich vorher gestorben bin. Wird mir einiges klar, warum ich vorher gestorben bin. Weil der muss ja mal in dem Fall einen Grind werfen. Ich hab die einfach nur gehabt in der Hoffnung, dass er schon sehr nah wird, dass ich die Fackel in der Hand habe. Gut, dass man der EMF-Sensor gar nicht erst
mit Dutzend genommen haben aus dem Auto. Brauchen wir zwei nicht mehr, aber. Das I got your back. Ich höre ihn schon. Ja, da gut aber. Er ist in den Keller gegangen. Aber bei mir ist die Tür zu, wie willst du das sagen? Er ist in den Keller gegangen, ist da hineingelaufen. Ja. Oh! Ich habe ihm das Ding in die Schnauze holen müssen, er hat mir ins Gesicht gespuckt. Ich glaube, ich habe Körperflüssigkeiten für ihn abgekriegt. Ja. Ich glaube, ich brauche nochmal eine Fackel. Ah. Aber die Fackel schützt doch gegen sie, darum habe ich sie ihm ins Gesicht geschmissen. Ja, aber dann nimm irgendwas anderes mit, was schützt. Irgendwas. Oh, jetzt habe ich kurz gemeint, du bist der böse Baby. Ja. Du kannst dir die silberne Bombe noch zusätzlich mitnehmen, König. Die brauchen wir nicht fürs. Die brauchen wir nicht fürs. Silberne Bombe. Ne? Genau, und dann nehme ich noch da. Weißt du, wer wieder versperrt? Okay. Warte mal, ich nehme jetzt gerade auch noch ein heiliges Feuer mit. Ja. Du kommst zum Glück noch riesig. Also, wie sie jetzt da das Ektoplasma-Ding da. Oh, der ist schon, er ist gerade aufgegangen. Ich hab gerade gemeint, ich hab's da am Boden gesehen. Kann da noch mal jemand eine UV? Nein, das sind die Blutflecken. Das Ektoplasma ist wirklich wie so eine Bubble. Okay. Das hat, was ich sehe jetzt? Im Keller. Ich komm. Wo? Schau da. Rechts, links. Nein, ich seh noch gar nicht. Ah, ja. Da musst du jetzt länger da oben bleiben. Ui, ich bin bei 100%. Hobby. Genau, jetzt aber noch nicht keinen falschen Knopf an der Gun drücken, weil sonst entlädt. Oh, oh Gott! Okay, er ist wieder weg. Okay, jetzt muss ich. Ich bin durch ihn durchgerannt. Ich renn mal kurz raus. Ich hab in die Hose pipi. Okay, ja. Bin wieder ready. Warte mal, ich muss auch irgendwas zum Schutz noch mitnehmen. Ein Pampers wäre gut. Was hat er für eine Stimmung? Aggressiv. Warte mal, was haben wir da noch? Heiliges Salz, was ist das da? Ein oder so. Machen wir die Alkoholflasche auch mit? Das Weihwasser machst. Aber das. Ah ja, das schützt. Okay, komm, haben wir das zweite so. Ich hab mein Bohnen ja noch zu. Hat mich schon angespuckt. Wo ist er? Ah, er spuckt ja nicht an. Das ist, du schwitzt halt, weil es heiß ist. Ah, das soll Schweiß sein. Ich hab gemeint, der rotzt mir irgendwie an oder so. In seiner Gegenwart hat es halt 50 Grad. Ach so. Ah, da ist nichts. Da ist ein Fußabdruck. Es gibt da so einen Ektoplasma-Detektor, wo man es leichter findet, aber der kostet $300 oder so. Das ja, Diebstahl. Ich also schätze, dass er ganz drauf. Oben ist, oder? Das Teil. Hey. Das eine ist im Keller und das eine wird im Glockenturm da oben sein. Läufst du schon auf, oder? Der Markus läuft auf. Aber Markus hat keine Fackel, das heißt, das bringt nichts. Ich habe eine Fackel, ich bin schon da oben. Ah, schau, ich habe gerade geraten, es ist nicht da. Was kannst du eigentlich, König? Ja, hallo. Wo reden wir da nicht? Vielleicht sind wir beide im Keller. Vielleicht? Naja, wir sind quasi im Keller nur einmal ums Eck, gell? Ja. Bei seiner Frau hat das nicht lau. Aber ich habe eine UV-Lampe. Bringt die ja, was? Nein. Das ist schon ein paar Abfassungen. Ektoplasma reagiert auf Werkzeuge, oder? Da ist es, hab's gefunden. Ah ja. Kann ich schon mal her, gell? Ja? Ja, es ist weg, wenn ich meine Fackel aus der Hand nehme, verschwindet. Du ernten. Hast du bei dem anderen auch so langsaugen müssen, dass du schneller gehst? Nein, ich hab mich einfach ein bisschen bewegt. Vielleicht sollte man nochmal runtergehen, ha? That's what she said. Er kommt. Kann mir jemand verteidigen? Ja, Markus hat die Tür zugemacht, keine Panik. Okay. Wir standen mit dem Weihwasser vor der Tür. Gut. Okay. Also irgendwie braucht das echt lang. Ja, ich hab 100%. Komm. Muss ich das vielleicht zuerst wieder abgehen im Ding draussen? Was ist das denn nicht? Es könnte natürlich sein. Ich geh mal kurz raus. Ja. Ich schau mal, was wir da so haben. Ah, das wirst du vermutlich auch beim Pokéball einfüllen müssen oder so. Zum Verwenden linke Maustaste drücken. Ja, leert es deinen Pokéball in. Okay. 1 von 3 haben wir. Ja, okay, dann gehen wir nochmal in den Keller, dann wissen wir ja. Das andere schau ich genau, dass er mal raus. Schau ich schon so sehr raus, du bist meiner. Ja. Der Plasma-Absorber, mit dem muss ich, kriegst du den aus Ermus, oder wie? Aber es ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da, ja. Müssen wir es jetzt woanders suchen? Nein, eins fällt aus Ermus raus, das letzte ist. Aber es ist doch nicht mehr im Keller, es war doch der Hammer.
Das habe ich ja aber eingesammelt. Das ist aber verdammt. Das im Keller hast du eingesammelt, das haben wir schon. Ja, aber das untere, das im Keller ist schnell, ganz schnell fertig gewesen und das obere nicht. Ja, aber weil der voll war. Warte mal, ja, ja, in welchem Zimmer war das nochmal? Bei mir, das bei mir, bei mir, bei mir. Was war's bei mir? Ah, da. Da, 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 da. Ist das vielleicht da? Nein, das ist nicht mehr da. Das untere ist aber auch nicht mehr da. Ah, ist es vielleicht woanders? Ja, vielleicht ist es irgendwo anders auch nicht gewechselt. Ja. Weil der Sauger voll war, vielleicht. Nein, der kann am Anfang ja nicht voll gewesen. Nein, aber. Vielleicht haben wir uns einfach wirklich verkackt durch das, was wir jetzt zweimal gesaugt haben. Man, das wäre natürlich doof, aber. Ja. Gut, ich kann auch eine Fackel nicht wirklich was tun. Ich glaube, er will mich attackieren. Ah, nein, das bist du schon wieder ohne Taschenlampe. Aber da im Weg startet. Ah ja, er startet einfach vor der Tür. Hast du ja mit zwei Wasser angeschmissen? Ich hab den aber geworfen, weil ich gemeint hab, was passiert ist. Und die goldene Bombe sollten wir eigentlich auch nicht schmissen. Ja, aber wir können ihn nicht fangen, weil wir da der Pokéball nicht anlocken können. Ohne das letzte Ektoplasma. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kannst schon verängstigen, hau ihm das Ding an. Ja. Möchte ich gerade probieren. Hä? Wer hat jetzt das Gestell mitgenommen? Ich hab's mitgenommen, ich hab Snaps an angestellt. Das ist ja weg. Es hat schon einmal reagiert. Warte mal, hol mal das andere. Ah, da ist es, da, ich hab's gefunden. Hopp, aber er spuckt mich schon wieder. Ei, er. Wer macht die Tür vor meinen Augen zu, ha? Ja, wer? Genau, du wolltest mich nicht schon beten. Du wolltest mich umbringen, da ist es. Ah, ich muss. Na, ja, kommt schon wieder. Er kommt zu euch. Warte, ich hab was. Das hast du mal danach gelungen. Ja, ja, hast du ihm was angeschmissen? Ja, ja. Perfekt. Ich kann ihm zur Not noch einmal die Fackel ins Maul hauen, aber ich habe leider die Tür da abgeschwört. Ja, da kommen wir schon irgendwie rundum. Das dauert ein bisschen. Ja, aber das ist komisch, das ist beim ersten Mal nicht so lange. Ja, und da bin ich auch bewegt. Vielleicht bin ich mit dem Ziel ein bisschen runtergegangen von der Kugel. Und das macht dann schon. Ma! Ja, ja. Wenn wir da rundum laufen. Nicht der Lauf, der lecker. Er ist mir schon wieder auf der Ferse. Ja. Spür's schon. Oh, Herausforderung habe ich auch gekriegt. Aber in dem Fall hat er jetzt fallen lassen. Zwei haben wir. Wo ist der? Kann man ihn nochmal erschrecken, dass er sich in die Hose macht. Und dann haben wir. Weiß nicht. Aber dann müssen wir warten, bis er wieder irgendwo. Warte mal, ich nehme das Ding einmal mit. Können wir mit der Fackel nochmal eine Runde drehen? Ja, ja. Wir können schon nochmal, ja. Da ist gerade die Tür zu. Oh, ich glaube, er kommt irgendwo. Ah, er ist im Keller, Hunde. Ah, er hat. Der Hund. Ich probiere ihn nochmal. Ich hab das Ding aufgestellt. Er hat mich angespuckt, der war gerade auf mir. Oh! Oh, er hat das hier gemacht. Da, Fackel, König, komm aber, komm aber. Ich komm, ich komm. Ich hab meine Fackel. Achso, nein, das Ding hat nicht reagiert. Scheiße. Warte, ich muss eine neue Fackel kaufen, gell. Oh Gott! Oh, es wird warm. Nein, es steht extra in der Beschreibung, die noch zwei sind im Haus zum Finden und eins lässt er fallen. Er ist schon wieder auf meiner Fersen. Entweder haben wir's. Warte mal, Markus, wo bist du? Da am Eingang. Wir sind da alle am Eingang. Ich leg vor einem LKW, lege ich nochmal eine Fackel. Nein, ist da kein. Ja, der brennt. Du willst schon alles anzünden. Pass auf, die kannst du mit Linksklick werfen, das sollte ich nicht aus Versehen machen. Ich möchte einfach nur sehen, dass wir jetzt nicht verkackt haben, weil wir hätten eigentlich alle Ektoplasmen gefunden, aber. Au! Oh. Au, schon wieder. Aber durch das eigentlich auch sterben, durch den Hitter. Nein, nein. Ihr könnt ja die Fackel zur Not ins Maul hauen, gell? Ja. Wenn er euch attackiert, kostet den nicht so viel. Dahinter war er gerade im Bad. Weil ich weiß jetzt echt nicht, ob wir das jetzt mit dem Ektoplasma verkackt haben. Ja, was heißt denn jetzt? Wir haben jetzt hier schon zwei eingesammelt, oder? Ja, ja. Eins ist schon sehr gefallen und zwei haben wir gefunden, aber wir haben noch eins richtig aufgesaugt irgendwie. Hm. Oh Gott, er ist da vor mir! Was ist, wenn wir die Sache anfangen mit der goldenen Bombe und so? Ich hab's gefunden, im Keller. Oh, im Keller. Echt? Okay, ja, komm, machen wir das. Nein, es bringt uns nichts, weil der Pokéball nicht freigeschaltet wird. Da im Eck, okay. hinter euch. Ah, ja. Hä? Jetzt. Ja gut, ihr müsst mich verteidigen. Ja, ja. Ah, er hat mich.
Was, er hat die, oder wie? Ja, ja, schon, ich bin tot. Kacke. Der Vivi einfach kommentarlos macht Twitter. Was soll ich machen? Wow, danke. Du hättest ja mir irgendwas anwerfen können. Wenn ich selber in dem Screen bin, wo er mich anschaut, könnte ich dann auch schnell switchen und einmal seinen Kosch schwerfen. Ja, oder? Ja, logisch. Ja, wow, okay. Das sieht man mal erst eine Viertelstunde später. Wow, oh Gott, da ist er. Ja. So. Ja, Markus macht immer alle Türen zu. Manche rennt er danach raus, oder wie? Hab ich nicht. Okay, ja, jetzt hat's der Pokéball freigeschaltet. Ja, cool. Was wollen wir denn? Goldene Bombe. Drei Kerzen im Haus anzünden. Den hol ich wohl schnell. Das ist 40, oder? 40er. Ah, da liegt eh uns. Es liegt da im Eingangsbereich. Heiliges Feuer, Kerzen löschen. Plasma-Absorber. Er ist im Eingang rechts. Na, oder? Was? Hast du das jetzt bei Punkt 6, dass wir Punkt 6 eben das letzte Plasma absaugen müssen, oder? Und das kann man erst. Muss man das nicht. Ich weiß nicht, ich hoffe, das zählt schon. Aber. Markus, du könntest drei Kerzen anzünden oder so, und dann könntest du gar nicht, dass du stirbst. Na, aber der Plasma-Absorber schützt dort. Das heißt, wenn er aufgeladen ist, kannst du ihm das Ding, glaube ich, mal ins Gesicht schießen. Bringt man ja aber nicht viel. Doch, bei Punkt 6 müsstest du das wahrscheinlich machen. Und dann gibt es in dem Fall sicher mehr wie 3. Okay. Komm schon, Bulli. Attackier mich. Ich hab garantiert kein goldenes Bämble dabei. Er hat gerade eine Tür zugemacht. Er ist irgendwo bei der Stiege da oder im Keller. Ja, ja, ich weiß ja. Das vibriert die ganze Zeit. Ja, den Gang ja in den Keller habe. Ich probiere für die zum Scouten, aber. Er ist nicht im Keller. Da ist meine Leiche, ich sehe noch meine Füße. Aha. Ja, wow, das hat nicht zählt, oder? Ja, wow, und jetzt hat er eine Tür versperrt, oder? Ah, was ist die goldene Bombe, die kostet wieder ein Schweinegeld. Kostet, glaube ich, $150 oder so. Wie bist du ja nicht los, oder? Der ist doch hinter dir gestanden. Ja, wenn er einfach so Jumpscare-mäßig erscheint, kannst du einfach da dann durchlaufen. Wenn er Jumpscare-mäßig erscheint vor dir, kannst du einfach laufen. Ja, ja. Ja, wow. Ja, wenn einfach nur so um eine Ecke. Hä? Warum kann ich keine goldene Bombe kaufen? Hast du zwar nicht Geld übrig. Nein, ich hab 6000. Hast du viel Sachen gekauft? Na, es ist. Ah, da, goldene Bombe. Bin ich blind. $100. So. Den erwischen wir da jetzt schon noch. Du Dracula. Ich wollte euch einfach. Ihr hättet nur eine Aufgabe gehabt und das ist mich beschützen. Und die haben wir nicht erfüllt. Und ich habe euch vertraut. Das ist einfach nur traurig. Immer ich. Oi, oi, oi. Er ist hinter dir im Eck gewesen. Ja, was machen wir denn gerade? Ja, ich warte, bis er mir mal angreift. Ja, gut, das ist ja. Ja, ich weiß, aber da wollte ich jetzt nicht werfen, das ist immer so unsicher. Ich warte immer, bis er mich angreift, aber das Problem ist, wenn du da bist, greift er dich an und dann. Ja, dann. Ui. Die Lösung haben wir gleich. Ja. Ja. Ich bin ein Geist und hab einen Hit gekriegt. Passt, 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 passt. Ist gut, ey. Kann er sagen, wenn er kommt. Wow. Ist doch grad. Danke. Ja, er verhöhnt dich. Ja, ich denk's mir gerade. Der soll aggressiv sein, oder wie? Ich müsste eigentlich ein Ding, ein Kruzifix mitnehmen, das verärgert mich ein bisschen. Ja. So. Ah Gott, zack. Ich habe Angst, Horror, Schrecken.
Wer probiert da gleich wieder das Türle zu zum Schieben? Ey, ich weiß, was nachlockt. Ich habe Blutgruppe Nutella. Ja, ist ja ein Vampir, oder? Ja, ja, ja. Aber ich. Vielleicht ist er ja ein Süßler. Nutella, man. Da ist jetzt gerade mal an mir vorbeispaziert, da im Keller. Es sieht aggressiv da, schon, dass er ein Süßer ist. Ja. Oh, da habe ich echt schon aggressiver. Ah, ja. Also vibriert ja, vielleicht ist er jetzt beruhigt, weil er mich halt schon umgebracht hat und mich ausgesaugt hat. Ja, ja. Ich hole mal was zum kleinen Anstachler. Ja, Kruzifix. Silberpatronen und ein MG. Uiuiui. Aha, jetzt ist er schon wieder vor mir erschienen und es hat wieder nicht zählt. Ich schieße einfach nimmer, wenn er einfach so vor mir spawnt. Muss ich das Kruzifix auch auf einen werfen? Na, das hat nein, drei Bändel da einer. Siehst du das? Die können dreimal ausschlagen. Aber du musst es schon mit Linksklick führen, Heber. Druck mal, du kannst den Heb, dass er führen wird. Ah, nein, Linksklick, nicht Rechtsklick. Na, du hebst das nicht führen, oder? Du das nicht zur Führer heben. Hey, ich hab gemeint. Nein, das musst du einfach nur in der Hand heben. Okay. Drum, die Fackel musst du werfen, das musst du wieder nur in der Hand heben. Ja, ja. Jetzt, komm. Oh, er ist in den Keller abgegangen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Aber ich will, dass er mich mal attackiert, sie fixe. Die ganze Zeit rennt er bloß an mir vorbei und zweimal hab ich schon die Bombe verschossen. Wo ist er denn? Weiß es nicht, aber soll er mal attackieren. Angriff! Horror, Schrecken. Da war er wieder. War wieder bloß so kurz. Ah, jetzt hat er dann einen ganzen Wohnzimmerschrank. Wer hat jetzt Argo, Zacke! Endlich. Jetzt. So. Drei Kerzen. Heiliges Feuer. Also die Fackel, wo wir jetzt haben, müssen wir ihm ins Gesicht hauen. Ah doch. Passt. Alle Kerzen löschen. Ja super, nachdem wir alle anzündet haben, gell? Und noch ein gutes mit dem Plasma-Absorber, da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, wie das funktioniert. Kaufen wir nochmal ein heiliges Feuer. Türe Runde. Vivian. Ah, König. Ja. Wow. Wir wissen, was? Lass die Kerze aus, bitte, das kannst du als Geist. Ja, okay, dann muss man die Kerzen suchen. Habe ich mir im Ingame-Check gerade nicht gehört? Nein. Oh, hey, wieso kann ich die Kerze nicht aus? Ach so, weil ich die MD-Fackel in der Hand habe, oder wie? Ja, wenn das Feuer in der Hand hast, kannst du nicht. Dann zündest du gleich wieder an. Ah, ja, da sind alle ausgeschaltet. Er statt vom. Ah, jetzt hat mir gejumpscared. Wow, aber die bringt er nicht um, ja genau. Ja, ich hab das Kreuz in der Hand. Ah ja, frech. Mein Kreuz hat nur noch einen. Hey, ich brauch irgendeinen anderen Gegenstand, ich zünd die Kerze die ganze Zeit immer wieder an. Oh no, bonjour. Oh no, Mario, ist das eine Kerze? Ja, ich hab auch Kerze aus. Ja, wir haben alle. Ich hab nur eine gefunden. Aber bei mir sind die nur schwarz-weiß. Ah, jetzt. Ja. Ja, jetzt das mit dem Plasma-Absorber, ich hab noch ein Hoffnung, dass es das schon. Ja. Wo ist der Plasma-Absorber? Den hab ich glaube ich in den Van geworfen, gell? Achso, das ist Ektoplasma-Sammler. Das ist der Plasma-Absorber. Keine Ahnung. Aber jetzt hören wir mich ingame, oder? Ja, ja. Ah, das ist das blaue Ding mit der Spirale da. Das da ist der Plasma-Absorber, okay. Das müssen wir eigentlich nur da reinstellen und warten, bis er wieder irgendwann einmal spawnt. Heiliges Salz. Markus. Bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. So, das ist heiliges Salz. Markus. Da
Aber Namen haben die Geister da nicht, gell? Hä? Ja, ist gerade keine Ahnung. Ja, halt die, da der Dämon, die Nonne, die Marionette. Ja, aber nicht irgendwie so Paul irgendwas. Na na, ah ja, das hat sie früher gekriegt. Ja. So, wo ist der? Ah, ja, okay, passt. Okay, Salz hab ich auch schon dabei. Ja. Der Arme. Darf ich wieder der Allerbeste sein? Ja, komm, ich hab ihn schon dabei. Ich leg den doch. Mit. Ja, ja, natürlich. Sofern ich Salz triff. Wo ist er denn? Markus, hast du mir ingame nicht gehört, wie ich Markus gesagt habe? Na. Mann, so ein Scheißdreck, warum funktioniert das nicht? Jetzt hat er da wieder ein Ding davor geschoben. Warum soll das funktionieren? Du bist ja gerade tot. Ja, stimmt. Ja, aber warte mal, warte, mute mich mal schnell dort. Hört mir jemand ingame? Hallo, hallo? Okay, das liegt es in dem Fall wirklich an dem, ja, dass ich also tot bin. Ich höre Knurren, ja, aber das kann auch, ja, vom Geist kommen. Ja, ja, das kommt vom Geist, das bin ich. Das ist, ja, vielleicht ist alles, was du redest, was wird in Knurren umgewandelt. Nein, nein. Okay, ja, okay. Wo ist er denn? Weiß ich auch nicht. Hagezack, so aggressiv ist jetzt der dort oben oder nicht? Ja, aggressiv genug anscheinend für mich. Ich höre ihn. Er ist da hinten irgendwo. Da ist er. Okay, passt. Und hau ihm den Pokéball an, komm. Ist schon weg. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Den, 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 den. Ja, er materialisiert sich da vorne gerade wieder, glaub. Ich kenne die Gefahr. Ein neuer Pokéball 300 kostet, sonst hätte man geschaut, wer da der Beste ist. Ich suche weit und breit. Ah, es wird kalt. Dahinter war es was? Bin gespannt, ob du da war, ja, Ketchup ist. Da war auch schon wieder. Ja, da kannst du einfach so werfen. Auch wenn es uns ein Jumpscare ist. Ja, marschier mal ein bisschen durch die Hütten da. Ja. Hello! Ja, ajo! Ah, die Lampe flackern. You gotta go angry! Ich sehe halt gar nichts. Achso, du hast gerade Taschenlampe, gell? Ah, jetzt! Hast du noch, oder? Ja. Er ist da, er wandert hinter, den Gang läuft da gerade hinter. Er schaut so ums Eck, jetzt ist er wieder weg. Ich schätze, dass er da irgendwo sie wird. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Jawohl! Wow, und die Fackel hat der Mann im Kopf. Du bist der Beste. Oh, Level up. Level up habe ich auch gemacht. Haben die auch nur 430 Münzen gemacht? Ah, 860. 860. Ja, perfekt. Ich nicht, weil man mich wieder geopfert hat.